Diese Pappsechsecke sind zum Wegwerfen viel zu schade. Hallo Freunde von Gravitracks, ich grüße euch. Heute möchte ich euch von einer Idee berichten. Für alle, die Gravitracks noch nicht kennen, zu dem Spiel gehören vier solcher Grundplatten aus Pappe. Die sind auf der Rückseite mit Ravensburger bedruckt und daraus müssen als erstes solche Sechsecke herausgedrückt werden. Und wie ich die alle herausgenommen hatte, dachte ich, Mensch, zum Wegwerfen sind die doch viel zu schade. Und da kam ich auf die Idee, man könnte ein Gesellschaftsspiel daraus machen. An diesem Spiel entwickeln wir zurzeit und was ich schon fertig habe, ist ein Etikettenbogen, auf dem die Symbole aufgedruckt sind. Die werden dann ausgeschnitten und auf diese Steine geklebt. Wenn das Spiel fertig ist, werde ich euch diesen Bogen und die Spielanleitung zum Download anbieten. Wir tüfteln noch ein bisschen an den Regeln, weil ganz so einfach ist es nicht. Schließlich soll es Spaß machen, aber auch kein reines Glücksspiel sein. Es wird also noch einige Zeit dauern und ich kann nicht versprechen, dass wir es dieses Jahr noch fertig bekommen. Was allerdings schade wäre, wenn ihr diese ganzen Sechsecke dann schon weggeschmissen habt. Deshalb sage ich euch, hebt sie mal auf und wenn euch interessiert, was dann noch kommt, dann abonniert doch den Kanal. Und teilt dieses Video mit anderen, die auch Gravitracks nutzen, damit auch sie diese Teile nicht wegwerfen. Und als zweites möchte ich in diesem Video euch noch eine kleine Bahn zeigen, die mein Sohn gebaut hat. Er fragte mich, Papa, welche Kugel kommt als erstes unten an? Und ich habe mir die Bahn angesehen und habe gesagt, die grüne Kugel hat den kürzeren Weg, die sollte wohl als erstes ankommen. Welche Kugel wirklich erste war, das seht ihr jetzt. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner Videos. Ach, eins noch, ich mache auch viel über Polymorph. Wer gerne bastelt, handwerklich arbeitet, dem kann ich meine anderen Videos nur empfehlen. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag.